Hallo, ich bin Robert Brosigl, Biometzger aus Marktberitzheim und das schon seit 50 Jahren und habe immer noch Freude und Spaß an meinem Beruf und habe in den letzten Jahren sehr viele Erfahrungen machen dürfen, die teilweise anstrengend waren, teilweise auch freudvoll. Und jetzt haben wir ja diese aktuelle Situation mit dem Virus und dazu hätte ich euch ein paar meine Erfahrungen mitteilen wollen. Wenn ihr Interesse habt, wir werden das aufteilen auf drei Teile, sodass ihr dann ein paar Minuten nochmal da zuschauen könnt und vielleicht eins oder das andere für euch verwenden könnt, um euer Immunsystem zu stärken. Weil wenn unser Immunsystem intakt ist, unsere Übersäuerung im Rahmen ist, dann ist unsere natürliche Abwehrkraft so stark, dass wir locker mit den Viren fertig werden, weil Viren können eigentlich zu unserem Alltag auch Bakterien. Wir haben bis zu 2 Kilo Bakterien in unserem Körper, also das ist nichts Ungewöhnliches. Ein Arzt hier aus der Gegend hat auch gesagt, am Ende des Tages werden alle den Virus haben und diejenigen, die eben gut beieinander sind, die ein gutes Immunsystem haben, die gehen da durch und die anderen werden mehr oder weniger beschadet sein, je nachdem. Und es ist eben wichtig, dass wir auf uns achten, dass wir uns unserer Natur bewusst sind, wie unser Körper geschaffen ist, was er verlangt, damit wir auch an unseren Körper denken. Und gerade in der letzten Zeit war es ja so, dass man überwiegend im Außen gelebt hat und uns selber kaum beachtet haben. Und das ist jetzt, glaube ich, auch etwas Gutes, dass wir in dieser Zeit jetzt einmal dran denken, uns selber ein bisschen mehr zu beachten. So, dann wollen wir schon mal beginnen mit dem ersten Thema und da würde ich jetzt gleich einmal einsteigen mit dem Thema Salz, weil das Salz ist nämlich was ganz ungewöhnlich Wichtiges, was im Alltag kaum Beachtung findet. Aber wenn wir bedenken, dass wir aus dem Meer kommen, ganz ursprünglich, und in uns auch ganz verschiedene Elemente enthalten sind, bis zu, was weiß ich, 70, 80 Stück, mit Spurenelementen, mit Magnesium, mit Calcium, mit Selen, also ich weiß nicht alle, welche enthalten sind, aber es sind auf jeden Fall um die 70 oder 80 Stück. Und in einem natürlichen Salz sind all diese Elemente enthalten. Besonders natürlich in einem Salz, das aus dem Boden kommt und das auch völlig rein ist, das nennt sich artesisches Quellsalz. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Jodsalz verwenden, da sind keinerlei Elemente mehr enthalten, das ist 99,4% Natriumchlorid und dann noch ein bisschen Rieselhilfe. Und damit geben Sie Ihrem Körper nicht das, was er braucht. Und in diesem artesischen Quellsalz sind ungefähr 94-95% Natriumchlorid und der Rest sind, ein bisschen Feuchtigkeit ist dabei, aber der Rest sind eben ganz wichtige Mineralien und Spurenelemente, die unser Körper ganz dringend braucht. Und hier habe ich schon eine erste Empfehlung. Sie nehmen, sagen wir mal, 500 Milliliter Wasser, geben 2 Esslöffel von dem Salz in das Wasser, lassen es zerlaufen, also dass es eine Sohle gibt. Und von dieser Sohle wiederum nehmen Sie 2 Esslöffel auf 1 Liter Wasser. Sie merken dann, wenn Sie das trinken, vom Salz so gut wie nichts mehr. Aber über die Information, die in dem Wasser enthalten ist, bekommt Ihr Körper alles Notwendige, was er braucht. Also das ist so meine Erfahrung. Das kann ich auch vom Heilpraktikerwissen aus, den ich sehr gut kenne, bestätigen, dass das so ist. Und wenn Sie denken, dass es für Sie das Richtige ist, probieren Sie es. Das muss jeder selber entscheiden. Also ich kann da nur einen Rat geben, das ersetzt auch nicht den Gang zum Doktor oder zum Apotheker, also das ist aus meiner Erfahrung herausgesprochen, mir tut es gut und vielleicht tut es Ihnen auch gut. Probieren Sie es einfach mal. Vielen Dank.